Alexander Schallenberg, ich freue mich sehr, Sie hier in der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen. Ich finde, es ist ein starkes Signal, dass Ihr erster Auslandsbesuch seit Ihrem Amtsantritt Sie hier ins Herz Europas führt, nach Brüssel. Sie sind ein ausgewiesener Europakenner. Wenn ich richtig informiert bin, haben Sie am Europakolleg in Bruges in Brügge studiert. Das heißt, von der Pike auf kennen Sie Europa in- und auswendig. Und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Wir haben viel vor gemeinsam. Die großen Linien stehen fest, den European Green Deal, die Digitalisierung, die Nachhaltigkeit. Wir haben den Wiederaufbauplan Next Generation EU, all das jetzt in Gesetze gegossen. Und jetzt geht es darum zu implementieren. Das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Und da brauchen wir vor allen Dingen motivierte, tatkräftige Regierungen. Da weise ich Sie an unserer Seite. Wir brauchen die gesamte Breite der Wirtschaft und wir brauchen die Zivilgesellschaft. Und insofern herzlich willkommen. Alle diese Themen werden heute zur Sprache kommen. Und in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit. Herzlich willkommen nochmal hier in Brüssel.